Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Hofbergmann. So, wir starten. So, jetzt hier Stroh sammeln. Ich wollte auf Kurs kommen hier mit dem Stuhl und dann geht's los. Mal gucken, was wir mit dem Stroh alles machen können, wie viel es überhaupt ist. Weil erstmal würde ich da die Stelle und das alles füllen. Aus welchem Schafstall, den brauche ich nicht unbedingt füllen. Ausmachen einen Moment. Sehe ich noch da? Tacho. Wo ist es denn? Da. Tacho. Den brauchen wir doch nicht mehr. Habe ich doch bloß bei vorher hinten Projekt gebraucht, zwecks Ansehen. Und da habe ich so immer das Vorsichtmenü.
Müsste eigentlich fast voll sein. Ja, 96% Backbar. Und da sind wir auch voll. Mal gucken, ob das hier war oder ob ich da woanders rein muss zum Schuh abkippen. Ach ja. Und aufpassen. Okay, ist voll. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder ab? Jetzt gucken wir dann noch bei den Schweinchen das rein, die manchmal ja zeitnah zulegen. Müsste was drinne bleiben. So, jetzt können wir dann schon mal unseren eigenen Komposter befüllen.
So, das erste Feld haben wir abgeknabbert. Ach, liebe wieder die Stubbelserfahrung. Sieht, wo man lang geschnipselt ist. Das finde ich gut, dass das eingebaut worden ist. Ich selber habe dafür nicht viel Plan, muss ich dazu sagen, sonst hätte ich selber schon mal bei gemacht, aber ich habe damit auch schon die Karte zerschossen. Davon nie richtig die Ahnung hat, kann man nämlich auch ganz schnell ganz viel kaputt machen. Und das habe ich in dem Fall hinbekommen. Dass man die Karte nochmal neu runterladen musste und ohne Stoppelzerfahrung weiterspielen musste. Und Versuchung 2.0. Habe ich irgendwas falsch gemacht, wo ich da was in der XML, in der eigentlich nur XML-Einträge, aber wenn da irgendwo einen Fehler machst, hatte ich nicht überhaupt aus den Feldern drauf. Der BMW Raps. Hier Raps. Das hatte ich ja gebracht zur Ölmühle. Läuft die schon? Die Produktion läuft schon. Gut. Wollte ich nur wissen, wie das schon. Vergesst nämlich gerade mal einschalten. Den Produktionsauftrag zerteilen vergesse ich gerne mal. Da haben wir schon mal das erste Strickel gesetzt.
So, sind wir uns stehen geblieben. Dann machen wir auch weiter. So. Let's go. Warum muss ich wieder halb voll? Soweit, so gut. Dann müssen wir noch kalken. Die Sämaschine holen, dann geht es wieder los mit neu bestellen der Felder. Dann noch mal ins Weizen machen, denke ich mal, für die Hühner hier am Hof und so. Und das große hier, wo wir jetzt gerade drauf sind, werden wir noch mal in die Raps. Damit wir genug haben für unsere Ölmühle. Sie ist nicht ganz aufgegangen hier. Manchmal ist es so. So, da sind wir aber auch schon wieder am Folgenende angekommen. Upsala. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.